Vielleicht fragt sich der eine oder andere ja, wie so eine Seite auf der MSX FAQ entsteht, bis die letztlich veröffentlicht wird. Ich habe mir mal die wenigen Schritte, die ich dazu häufig nur mache, aufgeschrieben und zeige Ihnen das jetzt auch mal in einem kurzen Video. Wie Sie vielleicht wissen, benutze ich den SharePoint Designer 2007 weiterhin zum Editieren, weil es die letzte Version ist von Microsoft, die auch mit einer Festplatte, mit einem sogenannten Disk Web arbeiten kann. Es gibt ein Disk Web, das ist die MSX FAQ, die können Sie recht einfach sehen, die liegt bei mir auf der Festplatte auf C-Users, F-Karios, meine Webseiten www.msx FAQ und es ist eine ziemlich umfangreiche Seite. Wenn ich eine neue Seite beginne, dann geht es ganz klassisch, indem ich sage, ich möchte eine neue Seite haben. Indem ich einfach eine ganz normale HTML-Seite nutze, die ist leer. Und was ich dann in der Regel verwende, ist einfach ganz einfach losschreiben. Indem ich sage, das wäre die Überschrift zuerst, der erste Absatz entsprechend, dann kommt nochmal eine andere Überschrift, eine zweite Überschrift. Manchmal kommt eine Aufzählung mit entsprechenden Punkten dazu. Und wie das in HTML üblich ist, kann man in so einem Editor, wie in jedem Editor, einfach sagen, dass man eine Aufzählung hat. Das soll eine Aufzählung sein. Das soll eine Überschrift der Ebene 2 sein. Ich habe auf jeder Seite immer genau eine Überschrift der Ebene 1. Und soweit passt das und das Ding speichere ich dann letztlich ab. Ich speichere das einfach mal testweise als Seite ab. So habe ich eine Seite beginnen. Natürlich kann ich die Seite noch weiter mit Inhalten füllen. Sie sehen dann zum Beispiel hier, dass ich eine Tabelle einfügen kann, das ist ein ganz normaler WYSIWYG-Editor, sieht ähnlich aus wie Word. Dann habe ich quasi hier den Kopf und dann entsprechend die Zeilen dazu. Und auch hier ist es ja so, ich könnte natürlich jetzt anfangen zu sagen, diese Tabelle soll einen schwarzen Kopf haben, die soll Linien haben und sonst was. Aber mittlerweile hat man sich angewöhnt, solche Formatierungen nicht mehr selbst zu machen. Das Einzige, was ich noch mache, ich sage, dass das zum Beispiel eine Überschrift ist. Mehr mache ich an der Stelle erstmal gar nicht. Wenn Sie jetzt sagen, schön, so sieht aber die MSX FAQ nicht aus. Dann kann ich Ihnen einfach sagen, ich nutze Style Sheets. Und indem ich hier jetzt einfach sage, verwende die Vorlage, ich habe also eine sogenannte DWT-Vorlage, da habe ich im Moment eine, nämlich die hier, und ich öffne die einfach. Dann dauert es ein bisschen, er lädt die ein und er stellt jetzt fest, diesen Inhalt möchte er in die Vorlage mit integrieren. Eine Vorlage ohne SharePoint Designer ist einfach eine HTML-Seite, in der bestimmte Bereiche definiert sind, in denen ich editieren darf. Das sind die Bereiche, die man hier sieht. Was ich getippt habe, muss in das Feld Content rein. Dann sage ich okay, und es dauert ein bisschen. Und wenn Sie ein bisschen warten, dann sehen Sie schon, wupptig, aus dieser vorher nicht sehr schönen Seite ist eine Seite im Stil meiner MSX FAQ geworden. Wenn Sie jetzt die Maus genau angucken, dann sehen Sie, es gibt Verbotszeichen. Es gibt also Stellen, die ich editieren kann, und es gibt Stellen, die ich nicht editieren kann. Also es gibt Sachen, die kann ich gar nicht verändern in diesem Code. Ich mache den Entwurf hier weg, dass das besser aussieht. Aber hier sehe ich zum Beispiel auch, das ist ein Keyword. Die kann ich zum Beispiel ausfüllen, ich kann sie aber auch lassen. Das heißt, so wird die Seite schon mal gleich ein Stück weit schick. Ich kann natürlich hier auch Grafiken und Bilder mit reinbringen, aber das lasse ich jetzt mal. Wenn ich sage, diese Seite ist soweit fertig, dann stellen Sie ja fest, hier links gibt es kein Menü, auf den anderen Seiten ist kein Menü, oben ist die Brotkrume, die Breadcrumb noch nicht gefüllt. So geht das ja nicht. SharePoint Designer kennt eine Technik, ich speichere das erst nochmal ab, dass man eine sogenannte Struktur vorgibt. Dazu gehe ich über den Punkt Webseite in die Navigation. Und hier sehen Sie die komplette Struktur der Webseite. Ich kann das ja mal etwas kleiner machen. Dann sehen Sie, wie umfangreich die ist. Also das ist vorne ist die Homepage, dann gibt es hier die Unterseiten, die weiteren Unterseiten und darunter weitere Unterseiten. Ich kann das auch ein Stück größer machen. Dann sehen Sie, wie die Seiten aussehen. Wenn ich hier drauf drücke und da quasi, dann sehen Sie, das ist die Seite Notfall. Und ich füge jetzt einfach mal den Test in die Seite Notfall mit ein. Und das funktioniert so, dass ich zuerst sage, ich schaue mir die Seite Notfall an und sage, wo will ich die Seite reinmachen? Ich mache es jetzt mal ganz an den Anfang hier. Da soll die Testseite rein. Also schnappe ich mir links die Seite Test. Bevor ich die schreibe, gebe ich hier noch einen Titel, damit das jetzt schöner ist und schiebe die da rein. Jetzt ist sie in dieser Indexseite drin. Als nächstes gehe ich in die Struktur und suche mir diese Indexseite. Und sagt, diese Seite Test muss an welche Position? An diese zum Beispiel hier vorne dran. Jetzt weiß SharePoint Designer, in welcher Struktur diese Seite im Moment ist.
Das heißt, ich habe sie zuerst die Indexseite und dann die Navigation eingefügt. Natürlich muss ich jetzt diese Seite Test mit ihrem Thema, wo sie thematisch reinpasst, auch auf anderen Seiten verlinken. In der Regel addiere ich ja auf so eine Seite ganz unten am Ende. Ich tricks hier mal wieder ein bisschen. Einige Dinge kann SharePoint Design nicht so schön. Also hier unten möchte ich einen Absatz drin haben. Dann sage ich hier unten weitere Links. Gebe der Sache auch wieder die Überschrift 2. Und ich füge jetzt einfach mal einen Link auf die Homepage mit rein zum Beispiel. So. Und dann kann ich natürlich auch sagen, ach, wenn ich hier eine Seite links habe, dann kann ich auf diese Seiten draufklicken und dort die Testseite wieder addieren, als sogenannten Backlink. Aber dabei will ich es erstmal belassen. Und zuletzt muss ich natürlich noch auf meine Logbuchseite gehen, um die Seite einzubinden, zumindest dann, wenn ich fertig bin. Dieses Einbinden der Strukturen, die Logbuch mache ich natürlich erst, wenn die Seite wirklich fertig ist. Sie sehen vielleicht, es gibt hier einen Bereich Pending. Dort liegen Seiten drin, die noch nicht fertig sind. Aber keine Sorge, Sie finden die nicht in der öffentlichen Webseite, weil nachher beim Hochladen sage ich Ihnen, dass Sie diese alle, die Verzeichnisse mit einem Unterstrich davor, gar nicht erst hochgeladen werden. Da ist also nicht zu befürchten, dass Sie irgendwas sehen, was noch nicht fertig ist oder irgendwelche Geheimnisse, die ich noch nicht veröffentlichen darf. Deshalb klicke ich da jetzt auch nicht weiter rein und zeige Ihnen nicht, was es da drin noch entsprechend weitergibt. Das heißt, ich muss dann natürlich noch in das Logbuch rein. Das liegt dann unter dem sonst Logbuch. So, da ist quasi mein Logbuch. Da klicke ich dann rein, schreibe hier das heutige Datum rein, wegen mir den 29. November 2012, sage, das ist eine neue Seite und dann kommt hier wieder die Seite Test, die ich eben erstellt habe, die hier einfach als Link rumliegt, lege ich hier rein und damit ist die Seite auch da drin. Auch das Logbuch speichere ich wieder ab. Jetzt ist die Seite entsprechend eingerichtet, aber wenn Sie natürlich auf die eigentliche Seite schauen, dann sagen Sie, oh, so richtig stimmt das ja noch nicht. Und da kommt jetzt eine Skriptlösung zum Einsatz, weil ich habe jetzt keine Lust, überall die Menüs von Hand zu pflegen und auch die Breadcrumbs. Also habe ich mir ein VBA-Makro gebaut, was Sie auch auf der MSX-FAQ-Seite zum Download finden. Und dieses VBA-Makro kann ich einfach so starten. Und wie Sie sehen, es gibt hier diesen Befehl PageGen, der läuft durch alle Seiten der MSX-FAQ und guckt, ob er was ändern muss. Das heißt, auf allen Seiten im Bereich Notfall und die Unterseiten muss er jetzt diese neue Testseite hinzufügen und auf der Testseite muss er natürlich ein Menü generieren. Wenn ich hier jetzt das Pagework 1 drücke, dann heißt das, macht das nur mal für die aktuelle Seite. Und das mache ich jetzt gerade mal. Ich drücke mal auf Pagework 1 und Sie sehen hier hinten schon, er hat den Titel korrigiert, er hat die Baustelle übersprungen, er warnt mich, Achtung, das Keyword ist noch nicht ausgefüllt und er hat eine Änderung gemacht. Hier unten ist nochmal die große Warnung. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann stellen Sie fest, huch, ist ja alles gemacht. Hier oben wurde quasi die Breadcrumb eingebaut, hier links wurde das Menü gemacht. Soweit ist das alles in Ordnung. Und dann, wenn ich das soweit gemacht habe, natürlich für alle Seiten, dann lade ich dieses Programm hoch. Und das Hochladen, das mache ich mit dem Programm SyncBack, was sehr einfach die lokale Datei nimmt und entsprechend hochlädt. Sie sehen quasi, hier gibt es das Verzeichnis SyncBack. Ich kann hier einen Doppelklick drauf machen, dann läuft das. Das Programm vergleicht mein lokales Verzeichnis mit dem FTP-Server im Internet und sagt mir dann wunderbar, welche Dateien auf meiner Seite neu sind und kopiert werden müssen. Es zeigt mir auch, was auf der Host-Seite, also beim Webhoster liegt, was vielleicht geändert wurde oder was veraltet ist, was er dort löschen würde. Also wenn ich lokal eine Datei lösche, dann löscht er mir das auch draußen. Und über den Weg würde ich auch sehr schnell feststellen, wenn auf der Webseite sich etwas unautorisiert ändert. Also wenn dort jemand irgendwas hoch oder runter lädt, was nicht durch mich editiert worden ist. Wenn der Vergleich fertig ist, dann kommt so ein Dialogbox hoch, wo er mir jetzt sagt, oh, das auf die Datei Room System muss er hochladen, die habe ich geändert, die habe ich geändert, die habe ich geändert und die ist natürlich neu. Das sehen Sie auch hier, was entsprechend passiert. Hier sieht man jetzt auf der Gegenseite, habe ich nichts geändert oder wurde nichts geändert, ist auch nichts zu viel, was er löschen muss. Das ist am Schluss drücke ich hier einfach auf Run. Und diese Website ist hochgeladen. Kurz danach sind die Dateien hochgeladen. Wenn Sie jetzt auf die MSX-FAQ gehen würden und würden nach Test.html suchen, würden Sie genau diese Datei sehen. Das natürlich ist mein Ziel, deshalb baue ich das jetzt wieder zurück. Aber was das Interessante ist, dieses Skript PageScan, was ich jetzt nicht starte, läuft in ca. 20 Minuten und durchläuft jede Seite für jede Seite, generiert diese Brotkrume, generiert links das Menü. Und das geht also so weit, dass ich hier links wirklich das löschen kann, wenn ich möchte. Und Sie haben auch gesehen, er hat hier zum Beispiel diesen Seiteninhalt generiert, der war vorher nicht da. Also wenn ich den jetzt auch zum Beispiel kaputt machen würde und ich sage, mach nochmal einen Page Run und lauf durch, dann sehen Sie, das Menü ist wieder repariert, das ist wieder repariert. Im Prinzip mache ich das, was eine PHP-Seite oder ein Perl-Skript auf dem Webserver dynamisch macht, bei mir offline auf meinem PC.
Das hat den Vorteil, dass auf der Webseite selbst, also beim Webhoster, statische HTML-Seiten sind. Damit geht das Ausliefern sehr schnell, es ist gut im Cache, man braucht wenig Ressourcen und ich bin nicht von irgendeiner Datenbank abhängig, die online ist. Und so kann ich wunderbar diese ganze Seite auch offline, also im Zug, im Flieger, bei Kunden abends im Hotelzimmer editieren, erweitern, jederzeit, ohne online sein zu müssen, ohne eine Verbindung zu haben. Und wer möchte, kann quasi eine komplette Kopie der Webseite einfach herunterladen. Auch ich mache das so, dass ich einfach dieses Verzeichnis, wo sie drin liegt, ab und zu einfach zippe, wegpacke und entsprechend irgendwo wegsichere. Und damit habe ich eine komplette Kopie meiner Webseite. Wenn Sie mal kurz einen Blick drauf schmeißen möchten, dann sehen Sie quasi so einen kleinen Überblick, dass auf dieser Webseite ca. 14.000, über 14.000 Dateien sind mit knapp 2 GB Volumen. Das sind also auch ein paar Videos, die dabei sind. Dass wir hier durchaus einige langsame Seiten haben, dass wir auch sehr viel ältere Seiten haben, also ich habe ziemlich viele alte, die dabei sind, sehr viel interne Hyperlinks, jede Menge externe Hyperlinks. Ja, so baue ich im Prinzip die MSX-FAQ auf. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann doch mal ein neues System, weil die Zeiten von SharePoint Designer 2007 sind natürlich langsam gezählt. Ich hoffe, dass es noch für Windows 10 funktioniert, aber ich denke, dass ich dann irgendwann doch mal mir irgendwas anderes suchen muss. Vielleicht wird ja Word ein Editor mit einem PowerShell-Skript, wer die ganze Generierung macht. Einen schönen Tag noch.